Ich hätte mir gewünscht, nach 3 Monaten so nice Köpfe zu bauen. Also das für jemanden, der 3 Monate Shisha raucht. Mashallah, ey. Krass. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wie schon beim Anbeginn dieser Serie, heute wieder dabei. Konsti. Konsti ist am Start. Ihr habt wieder fleißig Videos eingeschickt und wir gucken uns die nächsten an. Angefangen wird hier mit dem guten Dimitri Schäfner. Schauen wir mal rein. Dimitri hat ein 1,44 Video, sollte also kurz und knackig werden. Einmal Siva, illegal und handgemacht und O's African Queen mit welchem Köpfchen, ist jetzt die nächste Frage, der Samsaris Vitria, ja, ein leckeres Köpfchen auf jeden Fall. Zwei, ganz wichtig. So, mit der Hand mit gebaut, der Hand. Geht klar, ne? Ist okay. Ich mag das nicht, wenn dann so viel Tabak an den Händen hängt und so, aber... Wir sind ja mittlerweile aber sehr pingelig geworden, muss ich sagen, ne? Also das ist... Ja, wie gesagt, ne, ich sag, mit der Hand geht locker klar, aber ich habe halt keinen Bock, so viel Tabak an der Hand hängen zu haben. Oder an den Fingern zu haben, ist so ein bisschen Verschwendung für mich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit runter er das Ganze drückt, weil er ist ja schon relativ hoch. Ja, ein paar Löcher. Auf jeden Fall, ja. Das ist ein gutes Overpack. Ja. Bin gespannt, dann kommt hoffentlich ein Lotus 1 drauf und kein 2er. Rand noch ein bisschen frei. Ach, mit Alu? Interessant. Jetzt bin ich gespannt, was da drauf ist. Bitte keinen Lotus draufsetzen. Denn Gary hast du vorgezogen. Nee, unten drunter waren die Wuka Boys und wie ich eben gezeigt habe, war das das Letzte, was wir gesehen haben. Krass schöne Lochung. Ja. Also wirklich nice. Sehr gleichmäßig. Ja. Also kriege ich nicht so gut hin. Aber ich baue auch selten mit Alu. So, 3 One Nation Kohlen. Sieb, ja cool. Sieb auf und dann Kohle direkt. Nicht Kamerascheu, der Gute. Oh, und die Wuka Nox White. Ja, Rauchentwicklung bei der Tabakmenge und 3 Kohlen. Das sieht gut aus. Ja, das geht auf jeden Fall. Da kannst du nichts Negatives sagen, ne? War gut gemacht. Kurz, präzise, knackig. Cool. Sehr nice. Ja. Easy peasy. Tabakwahl, ja. Interessante gut. Mischung auf alle Fälle. Schöne Kopfwahl mal. Ja. Was anderes als ein Oblako. Und find auch, dass er mit Alufolie geraucht hat. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ne? Nachdem er den Lotus gesehen hat. Ja, guck mal, Philipp. Hier das Kopfbauvideo von uns. Setup 2x Oblako M, 2x Cloud 1 plus Niris, einmal die Aeon Edition 4 Frozen Sky, einmal die Ocean KFS, einmal Eiskaktus und einmal handgemacht und illegal. Viel Spaß damit, sogar extra in HD. Oh. So muss das sein. Aber ohne Ton, hier ist schon wieder irgendein Flugviech, ne? Ja, Dino. So, da ist der erste, der Black Marble, ne? Mit handgemacht und illegal. Ein sehr schöner Kopf, auch eine Farbgebung. Echt ein sehr, sehr schöner Kopf. Ja, Gabo, ich hab's gelesen. So, sind wir gespannt. Der ist schon sehr feucht, der Tabak, wenn der letzte Rest passt. Der ist krass, ne? Feucht, ja. Also. Aber meiner war, glaube ich, nicht so feucht. Die Dose auch noch gut voll. Aber ist ihm aufgefallen, dass die Kopfbauvideos immer besser werden, die Kopfbauten? Ja. Mit der Zeit. Also je mehr Tipps du da auch gibst, also es wird immer besser. Ja, aber feiere ich ja auch. Ja, ne? Das ist ja gerade das Geile dran. Ja, so noch ein kleines bisschen, dann noch ein bisschen verteilen, dann ist das ein sehr nettes Noppenkontakt, so wie es aussieht. Das könnte fast ein Overpack werden, wenn er so weitermacht. Meinst du? Mhm. Ich glaube, wenn er das noch ein bisschen verteilt, so gerade hinten links die Ecke. Ja, da oben, wo schwarz ist, ne? Ja, jetzt geht er rüber. Ja, guck, da zieht er noch ein bisschen Tabak hin. Ja, innen ein bisschen freimachen, außen ein bisschen freimachen, ein bisschen verteilen. Ah, macht das schon richtig, ne? Auch alles sehr locker, ohne viel Druck, ohne viel Hektik. Ja. Ist nice, ne? Muss nicht immer randvoll sein, der Kopf. Ja, ich spiele das schon unglaublich lange mit dem Tabak. Er will das wohl perfekt machen fürs Video. Ja, kann ich aber auch nachvollziehen, so. Gerade wenn du es für ein Video machst oder so, würde ich mir wahrscheinlich auch dreimal so viel Mühe geben. Ja, ich würde sagen, Noppenkontakt. Geht auf Noppenkontakt jetzt langsam, ja. Aber schön den Rand frei gemacht, finde ich gut. Ja, aber das ist wichtig. Viele unterschätzen das, dass du ja darüber über den Rand auch gerade die Luft ziehst. Ja, wenn du es da zu fest hast und zu hoch ist, Feierabend. Ja, gut. Außer du baust halt gezielt einen Overpack, ne? Dann ja, aber wie oft hast du es am Anfang gehabt, dass du aus Versehen einen Overpack bordert, obwohl du gar keins wolltest? Ja. Ja, sieht gut aus. Ja, oh, okay, da ist sogar noch mehr Kontakt, als ich dachte. Okay, nice. Oh, der sehr geil. Hat sich der eine den Black Marble und der andere den Red Marble geholt. Er baut mit Gabel.
Finde ich auch nice, ne? Einfach locker easy, einfach erstmal reinstreichen. Bin ich gespannt, ob er genauso hoch baut, ob er genauso den Rand frei macht oder ob die Jungs da untereinander schon unterschiedliche ja. Kopfbauvarianten haben. Bin ich gespannt. Aber er macht es genau wie ich. Er füllt mit der Gabel und tut mit dem Stecher nacharbeiten. Ja, same mache ich auch so. Genau das gleiche Vorgehen. Und auch er schön den Rand frei machen. Ja, er drückt ein bisschen mehr, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Er geht auch ein bisschen mehr in die Mitte rein. Also er drückt auch mehr, damit er verteilt nicht. Er drückt in der Mitte ein bisschen mehr an. Ja, er drückt doch recht viel, auch mit der flachen Seite quasi von dem Stecher ab und zu mal runter. Ja, okay, das ist schon niedriger. Das ist schon, ich würde sagen, der erste war ein Ticken schöner. Ja. Der könnte noch so ein bisschen verteilter sein. Aber noch sauber. Aber ich glaube, auch der Kopf wird gut laufen. So ist nicht. Ne, da ein Lotus drauf. Jawohl. Ah, schöner Niris. Sieht unten tatsächlich noch ganz gut aus. So, und nicht Rainer. Wie nicht wie meiner. Und die beiden auch nicht kamerascheu. Nice. Und die goldene Kaif und die Edition 4. Sehr lecker. Die laufen beide gut. Ja, wobei ich Ringe auch am Start. Bei ihm, wo er gedrückt hat, war ein bisschen weniger am Start, kommt so rüber. Der rote? Ja, der scheint ein bisschen weniger abzugeben. Ne, der rote gibt mehr. Du weißt halt auch nicht, wie die mit der Kohle jetzt, ne? Ist auch wieder Kamera. Aber Rauchentwicklung sieht okay aus. Bei beiden absolut. Genau, du weißt halt auch nicht, wie das Licht da ist, ne? Ja, so, klar. Wenn wir wie hier vor einer dicken Softbox stehen, dann sieht das natürlich nach kranken Mengen an Rauch aus. Ich meine, die Köpfe rauchen gut, aber auch nicht mehr als wie jeder, als bei jedem anderen, der einen guten Oblako oder einen anderen guten Kopf daheim, ne? Aber es war schön mal zu sehen, in dem Teil den direkten Vergleich zwischen zwei Kollegen, die vielleicht öfter rauchen, wie unterschiedlich sie auch eigentlich bauen und arbeiten. Safe. Mustafa als nächstes. So, hallo Marvin, hab mich auch mal getraut und ein Video nach deinem Kriterium aufgenommen. Ich hoffe, dass es euch gefällt und ich muss mich schon mal im Vorfeld entschuldigen, dass das Video so lange geht, habe null Erfahrung mit Videoschnitt und somit habe ich einfach durchlaufen lassen. Ja gut, dann skippen wir einfach ein bisschen hin und her. Oh ja, 16 Minuten, da müssen wir ein bisschen durchfliegen. Oh, da wird geredet. Ja. Mein Name ist Mustafa und ich gucke auch sehr gerne Marvin, sein Streams mal und seine Grüße. Videos, da habe ich auch schon einiges gelernt dabei. Ich bin auch nicht so der langjährige Raucher. Ich rauche Schießer seit 3 Monaten ungefähr. Ach, krass. Und habe mir natürlich in seinem Stream auch hier für die ganzen Community, dass die auch die Kopfbauten machen und so. Wir werden heute einen Oblako M rauchen. Auf dem Cloud Nieres Cloud 1. Ja. Aber ey, für 3 Monate am Start, ein Oblako und eine Smokebox. Nice, Digga. Ich finde das auch schön, wie sich mittlerweile immer mehr vor die Kamera trauen. Also wenn du jetzt die ersten Videos so jeder so kamerascheu, bloß nicht sehen. Ja, kann ich auch niemandem, aber ich so oder cool, so. Die Leute aus sich rauskommen und alles, ne, weil es sehen ja schon einige. Ja, true, ja. Gerade 800 Leute auf YouTube, nochmal 100 auf Twitch. Und ich kenne mich mit Videoschnitt nicht so aus, deswegen lasse ich das Video so laufen, auch wenn da ein paar Patzer mal passieren sollte. Ich stelle mal die Kamera um und zeige euch mal meinen Kopfbau. Ne? Nice. Oh, ein schöner einfacher Double Apple. Ich rauche gerne Doppelapfel mit Anis halt, ne? Also Lakritz schmeckt mir. Und er sagt zum Beispiel eine neue Anis. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist schon der rote Tabak. Ja, das ist schon nice, der neue. Den alten fand ich vom Anis-Geschmack ein bisschen besser, aber den kann man auch gut rauchen, finde ich auch. Also ich finde, der neue AF-Doppelapfel ist eher Mainstream-tauglich geworden, würde ich sagen. Und dann zeige ich euch meinen Kopfbau. Nehme ich hier so ein Hygienemundstück, die passen auch super rein. Ne? So. Man muss auch keinen teuren Stecher kaufen, man kann auch einfach einen Kreuzschlitz nehmen, den man schon daheim hat. Ich bin mal gespannt, ob er den angespitzt hat. Das sieht nämlich so aus. Das ist sehr witzig, vielleicht liegt er auch einfach nur quer. Dann natürlich als allererstes wird Tabak gut vermischt. Jawohl, wichtig, umrühren. Perfekt. Wie man das ja bei Marvin gut gelernt hat. Ehre. Den Schnitt finde ich übrigens von dem neuen Alfara Doppelapfel sehr schön, weil der geht nicht so. Finde ich, geht. Also ich hätte mir tatsächlich einen etwas feineren Schnitt gewünscht. Grob, ja. Aber again, zu grober Schnitt, niemals ein Problem. Schere nehmen, durchgehen und habt ihr es genau wie ihr wollt. 100%. Ich schaue den immer hier schön so flockig hier rein. Aber wenn da mal was daneben geht, ist scheißegal. Ja, dafür hast du das Brett runter. Sorry wegen meiner Aussprache. Ich habe da jetzt nicht mehrere Videos gedreht, um das besser rauszuholen. Das ist jetzt direkt das erste Video. Das werde ich dann auch direkt so hochschicken. Schön flockig hier reinlegen. Ne? Ja, schon sehr zaghaft, ne?
Ja, für 3 Monate, da kann man nicht cool. so krass die Übung drin sein. Spezialwerkzeug, ne? Habe ich mir selber angeschrieben. Sag ich doch, ja, geil, Spitz. Hier. Den kann man dann schön hier. Ist geil. Ja. Ich tue da mal ein bisschen höher, damit ihr das. Hast du auch einen richtig guten Griff? Ja, ist schon nice. Erstmal schön vom Hand, ein bisschen so grob verteilen. Ich hätte mir gewünscht, nach 3 Monaten so nice Köpfe ja. zu bauen. Also das für jemanden, der 3 Monate Shisha raucht. Mashallah, ey. Krass. Den kann man eigentlich auch fast auf 200 Kohlen rauchen, sag ich mir mal. Findest du? Also ich rauche meine F tatsächlich auf 2 Kohlen. Echt? Tatsächlich? Ja. Brauchst du wenig Hitze? Ja, ja, bevor das heißt ihr so noch, wenig, mal ich mit fast jedem Tabak. Normal Hitze, finde ich. Ein bisschen Tabak drauf. Also ich finde, wenn du ein Funnel baust mit Lotus drauf, 2 Kohlen. Aber am Anfang trotzdem die 3 immer noch. Damit es schneller ja. geht. Ich tue noch mal ein bisschen Tabak drauf, fertig. Wo ich das meine. Das oh, noch mehr. Ein bisschen Tabak zugehört. Wie gesagt, der Tabak ist ein bisschen grob geschnitten und den Kopf hätte ich auch Bock drauf. Der ist nicht so gut aus. Ja. Ja, ich will jetzt nichts. Ich sag mal so, sagen, aber besser direkt als 99% ja. aller Shisha-Bars. Ja, definitiv. Der ist so. Also, wenn er so weiterbaut, wird er irgendwann keinen Bock mehr haben, mit der Bar zu rauchen. Sag ich mal, beim Verteilen. Wahrscheinlich jetzt schon. Der neue ja. Tabak. Da ist zum Beispiel. Das Einzige, was ich sagen würde, es könnte wahrscheinlich ein bisschen weniger Tabak sein und ein bisschen fluffiger lassen. Ja, weil er könnte Probleme im Durchzug kriegen. Ja. Na, weil aber ich glaube, wenn er auf Abstand baut, sollte das ja trotzdem. Dann soll es gehen, klar. Ja. Das ist jetzt leider Noppenkontakt, kein Vollkontakt. Ja, ist doch. Ich weiß ja, nicht, ja, 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 also. Ja? Das ist schon ein sehr, sehr gutes Noppenkontakt. Ja, also. Steht minimal an der Seite ab. Ja, aber Kopfbau ist geil. Gehen wir mal weiter. Jetzt macht er noch Kohle. Da kommt Kohle drauf. Lotus drauf. Schön platziert. Länge ziehen. Deswegen muss das jetzt hier auch so reichen. Kohle ruhig mehr. Was ist das für eine Pfeife? Eine Dealer, oder? Ich glaube, es ist eine Dealer, aber ich bin mir nicht sicher. Der hat so ein Scarabee drauf. Scarabeus? Ja, was war das nochmal für eine Marke? Wow. Das war jetzt knapp. Könntest du jetzt hast du auch eine Pfeife Alter. Gezogen? Ja. Ey, das ist ja. Ja, Rauchentwicklung sieht schon mal okay aus. Dafür, dass der Kopf erst ein paar Minuten an ist. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, weil ich habe so eine LED-Deckenlampe. Das ist immer so ein schlechtes Licht abends, sag ich mal, auch mit der Kamera. Ich hoffe, die Aufnahme sieht gut aus. Ist okay, vollkommen okay. Ich hatte okay. immer die Erfahrung gehabt, dass sie immer so ein bisschen, ja, wie sagt man das, so ein Kaya, ja, natürlich. Rauschen das ist könnte Kaya sein. Aber Rauchentwicklung sieht stabil aus. Auf jeden Fall. Gerade für so ein Deckenlicht, ne, darf man nicht vergessen, da steht jetzt keine dicke Softbox vorne dran. Ich freue mich für Kritik. Also so viel habe ich eigentlich nicht. Gar nichts großartig. Wir hatten nur das Video Noppen. Ja, also aber gucken, dass es doch ein bisschen gleichmäßig ist. Ansonsten, ich würde mal versuchen, noch ein bisschen fluffiger zu bauen. Spart ja. dir vielleicht ein bisschen Tabak. Aber ansonsten, der. Ich fand den Stecher mega. Der Stecher ist echt cool. Der ist wirklich geil. Also war echt ein nices Video. Ja. War nicht schlecht, Mustafa. So, ich würde sagen, eins nehmen wir noch dazu. Mustafa hatten wir, machen wir noch Eidko. Hallo Shisha WG, wir zeigen okay. euch heute unseren Tonkopfbau. Oh. Nein, Spaß. Wollte ich schon sagen, wäre cool gewesen. Tonkopf wirklich einfach reinklatschen, bisschen locker. Was ist das, ein Hukain, hä? Ja, könnte Hukain. Bin ich jetzt beim Funnel vorher Tabak immer aber drin, egal was hier raus. Das Depot? Ja. Nee, ist kein Hukain. Ist kein Hukain, oder? Könnte das noch ein Vintage Splash sein? Den Tabak, das ich bin nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall einen Aquamenta. Halt. Streich dir den Tabak ja. so ganz locker rein. Ja, genau. Erstmal Rinder mit der Gabel, wunderbar. Stopfer in der Mitte. Aber das brauche ich ja nicht. Es fällt einfach runter und dann kommt es wieder in die Dose. Fällt einfach runter und kommt zurück in die Dose. Hukain Twister? Ja, doch, ne? Da geht aber nicht viel Tabak rein. Ne? Nee, so viel muss da nicht rein. Einmal ein bisschen verteilt. Ich würde den so ein bisschen mit dem Aeon Vulkan vergleichen. Ah, mit Alufolie. Interessant, okay. Lochum. 2 Reihen, reicht vollkommen. Zeige ich mal zwischendurch unsere kleine. Okay, nice. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Könnte fast bei dir sein, ne? Da ist ein bisschen was am Start. Ah, das Wasser würde ich mal wechseln. Ja, das könnte man mal, ne? Und ja. SWG-Video natürlich am Laufen. Sneak-Werbung. Oh. Nice Ringe, Jungs. Ich glaube, die stecken mich weg von den Ringen. Ja, ich glaub's auch. Aber sag das nicht sonst, ne? Hey. Oh, sogar doppelte, oder was? Ring,
Maschallah, die Riesen sind aber am Leute. Start, ey. Ihr seid euch also, nicht sicher, wie man die aufbaut. Einfach mal den Namen der Pfeife. Der Shisha-Raum noch ein bisschen mitgefilmt. Ein bisschen Pfeifen, mal gleich aufgebaut. Das könnte da ist bei echt sein. Ein bisschen also, was am Start, ey. Ne? Nur noch eine nice Show, Couch im Shisha-Zimmer. Ich würde die Pfeife das sehr nice. Das also das Einzige, was man dazu sagen kann, das Wasser mal wechseln. Ja. Aber man weiß auch, also für ein Video hätte ich es jetzt gewechselt, aber man weiß auch nicht, vielleicht haben die Jungs ja, gerade einen Korb vorher gut geraucht oder so, ne? Von daher. So Leute, das war der nächste Part von den Community Kopfbau-Videos. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich feiere es sehr zu sehen, wie die Community ihre Köpfe baut, und die Videos einschicken und so. Ich feiere es. Sehr, sehr nice, dass da immer noch fleißig Videos am Start sind. Also an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr da mit dabei seid. Und ich hoffe natürlich, dass es euch immer noch gefällt. Wenn dem so sein sollte, gerne einen Daumen nach oben auf das Video raushauen oder ein Abo dalassen, dann verpasst ihr den nächsten nicht. Und bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.